Ein Friseur ruiniert einem Mann das Haar, die Freundin ruft die Polizei. Ja, nach dem Haareschneiden in der STS ist anscheinend alles ein wenig eskaliert. Carolines Freund ließ sie für eine Hochzeit seine Haare schneiden. Also nicht die Hochzeit von den zwei, sondern sie waren einfach Gäste. Vor dem Besuch habe er ca. 15 cm lange wellige Haare gehabt. Nach zwei gescheiterten Versuchen habe er alles abrasieren müssen und er hat jetzt einen Buzzcut, erzählt die Freundin. Die misslungene Frisur ist keine 38 Euro wert, war sich das Paar einig und ging reklamieren. Ich kürze jetzt ein wenig ab, ganze Geschichte, Link in der Bio. Auf jeden Fall artete die Diskussion aus und das Personal verständigte die Security. Daraufhin wählte Caroline den Polizeinotruf. Sie sei im Friseurladen bedroht worden. Der Geschäftsführer des Friseursalons sagt folgendes. Er sei nicht vor Ort gewesen, habe aber den Haarschnitt auf der Überwachungskamera gesehen und dieser sei vollkommen in Ordnung gewesen. Der Angestellte, der die Haare geschnitten hat, sei auch ein Top-Friseur, mit dem er auch schon seit Jahren zusammenarbeitet. Er weiß, was er tut. Daher kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass der Schnitt nicht in Ordnung war. Der Mitarbeiter habe sich auch 45 Minuten lang Zeit genommen. Eine Reklamation sei daher nicht möglich. Warst du mal mit einem Haarschnitt so unzufrieden, dass du beim Friseur reklamiert hast? Würdest du das überhaupt tun? Schreib es in die Kommentare und wie schon gesagt, ausführlicher gibt es die ganze Geschichte auf heute.at über den Link in der Bio.